Ich freue mich natürlich riesig darüber, dass du dich für den Crossover Project Navigator interessierst. Nicht nur, weil das mein erstes eigenes Modell ist, was ich jetzt über knapp ein Jahr entwickelt habe, sondern weil ich auch davon überzeugt bin, weil ich weiß, dass dir das in deinem Projekt auch brutal nützlich sein kann, dieses Modell, dass dich das unterstützen kann darin, wie du deine Projekte managst und aufsetzt und in Krisen beherrscht. Also es gibt viele Dimensionen, die hier eingeflossen sind. Von meiner Seite sind das nicht nur Dimensionen, sondern 16 Jahre Projektmanagement-Erfahrung, die ich da in diesem Modell gebündelt habe. Und damit du ein bisschen dahinter kommst und begreifst, welche Gedanken hatte ich, als ich dieses Modell entwickelt habe, was war meine Ausgangssituation und vor allen Dingen, wo genau kannst du das heute anwenden? Dafür habe ich dir dieses kurze Intro-Video zusammengestellt. Und ich lege mich jetzt einfach mal, während wir voranschreiten, unten an den Rand und nehme dich mal mit auf diese Reise, auf diese Entwicklungsreise, die mit Verwirrung begann. Verwirrung darüber, und du wirst das wissen, über die Frage, machen wir das jetzt im Wasserfallmodell oder wenden wir klassisches Projektmanagement an oder ist Agilität genau das Richtige und wenn agil, wie agil? Oder sollten wir doch ein hybrides Vorgehensmodell wählen? Und da hört die Diskussion meist nicht auf und viele der aktuell laufenden Diskussionen drehen sich genau darum. Wenn agil, wie agil? Mache ich das jetzt mit Scrum oder setze ich lieber auf Kanban? Oder gehe ich einen Lean-Ansatz oder einen Lean-Startup-Ansatz? Und was ist mit Design Thinking? Darum drehen sich ganz viele Konversationen rund um das Thema Projektmanagement. Und ich habe da eine ganz andere Sicht drauf, denn meine Überzeugung ist, bitte, bitte an der Stelle stopp. Darauf kommt es gar nicht an, nicht meiner Erfahrung nach. Dieses Vorgehensmodell, diese Frameworks, über die so viel gesprochen wird, die sind lediglich eine Folge von ganz anderen Dingen, die zugrunde liegen in deinem Projekt als Ausgangslage. Das sind zum einen der ursprüngliche Grundanlass und das Ziel deines Projektes, genauso wie die Erwartungshaltung von deinem Auftraggeber, aber vielleicht auch dir, deinem Projektteam, den Kunden, Nutzern und Anwendern. Und da sind wir, wenn wir über Projektteam sprechen, schon bei den Ressourcen. Neben dem Team, über welches Know-how verfügt ihr denn? Über welches Budget? Die beeinflussen maßgeblich nachher euer Vorgehensmodell, eure Vorgehensweise, genauso wie die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, welche Wertströme und Wirkketten in der Organisation, für die du arbeitest, denn eigentlich zugrunde liegen. Wie macht ihr Business? Und welche Stakeholder involviert ihr? Wie sind die zu überzeugen? Auf welche Erfahrungswerte gucken die zurück? Von welchen Trends werdet ihr allesamt beeinflusst? Und wie ist das Projektteam also folglich aufgestellt? Und welche Beziehung habt ihr zum Kunden, der dieses Ergebnis entgegennehmen möchte? Das sind viel eher die Fragen, über die wir uns Gedanken machen sollten, die nachher zum Vorgehensmodell hinführen. Und die Frage jetzt, die du berechtigterweise wahrscheinlich stellst, ist, okay, Chris, worauf kommt es denn dann in deinen Augen an? Und in meinen Augen, das ist meine Kernbotschaft für dieses Video, kommt es darauf an, deine blinden Flecken zu identifizieren. Nämlich all die Dinge, all die Fragezeichen rund um die Dinge, die wir gerade beleuchtet haben, die ihr heute noch nicht beantworten könnt, die nicht klar sind, die nicht gegeben sind, wo ihr nur auf Hypothesen zurückgreift oder wo noch gar keine Diskussion gelaufen ist, wo viel zu schnell die Diskussion rund um das richtige Framework und Vorgehensmodell geführt wurde, aber ihr dreht euch im Kreis und wisst nicht genau, welches ist denn jetzt das Richtige und das Passende. Ja, und an der Stelle wärst du nicht, und deswegen, glaube ich, hält auch meine Hypothese hier stand, dass es auf diese blinden Flecken drauf ankommt, an der Stelle wärst du ja nicht, wenn ihr schon wüsstet, wie ihr vorgeht, dann hättet ihr viele dieser offenen Fragen schon beantwortet. So, und um jetzt diese Fragen beantworten zu können, da braucht es in meinen Augen einen Perspektivwechsel. Wie gesagt, sonst hättest du die Antworten und die Lösungen und das ganz sichere Vorgehen auch schon.
Und dafür ist unerlässlich, meiner Erfahrung nach, ein ganzheitlicher Blick auf dein Projekt, um diese blinden Flecken zu identifizieren, um wirklich sicher zu gehen. Ich habe das Projekt vollständig im Überblick und jetzt greife ich genau da rein, wo Unklarheit herrscht, löse die auf und dann leiten wir das korrekte Vorgehen, das passende Vorgehen für das Team, für das Projekt, für die Beteiligten ab. Und wenn du diese blinden Flecken identifiziert hast, dann kannst du da auch in die Tiefe gehen, weißt, mit wem du sprechen musst. Und genau an der Stelle kommt jetzt der Crossover Project Navigator ins Spiel, denn das ist ein Modell für diesen Gesamtüberblick. Ein Modell, das alle Dimensionen deines Projektes abbildet. Was du hier siehst, ist die Vorderseite und die Rückseite, die wir uns noch im Detail anschauen werden. Und die Kacheln und auch diese Säulen, die geben dir schon die Idee für die Dimensionen und auch die Bestandteile deines Projektes, die wir hier beleuchten wollen, um diese blinden Flecken zu identifizieren. Und das ist auch das Ziel dieses Crossover Project Navigators, dieses Modells, aufzudecken, worauf deine Aufmerksamkeit eigentlich gerichtet sein sollte. Wiederhole nochmal, nicht auf das Vorgehensmodell, noch nicht. Deine Energie sollte woanders hinfließen, dorthin, wo die blinden Flecken sind, wo die offenen Fragen sind, denn dort wirst du den Hebel ansetzen müssen, um die eigentliche große Frage zu beantworten. Wie geht ihr vor? Wie geht ihr das Projekt an? Oder wenn das Projekt in der Krise steckt, wie schafft ihr den Turnaround? Und genau an der Stelle sind wir dann auch schon bei den Anwendungsgebieten. Was nützt dir denn dieses Modell? Wo kannst du das ganz konkret anwenden für dein Projekt? Und da gibt es jetzt vier Möglichkeiten, wie du da drauf schauen kannst und wie du dieses Modell benutzen kannst. Zum einen kannst du es nutzen, um ein neues Projekt aufzusetzen. Da ist das Stichwort Projektdesign. Wie geht ihr das Projekt an, Schritt für Schritt? Dafür kannst du das Modell hernehmen. Dann, das ist vielleicht der wahrscheinlichere Fall, bist du vielleicht mittendrin in einem Projekt und da ist das Modell super praktisch, um permanent zu reflektieren. Zu reflektieren im Sinne einer Retrospektive, um hinzuzulernen, fein zu justieren, Effizienzen zu heben, Verschwendung zu vermeiden und einfach auch optimal aufgestellt zu sein in deinem Projekt. Nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig. Und der Extremfall unten links ist natürlich der, wenn das Projekt in der Krise steckt, das zu retten, das ja aus dem Schlamassel rauszuziehen. Auch dafür kannst du das Modell, den Crossover Project Navigator, heranziehen. Denn mit diesen blinden Flecken, über die ich gesprochen habe, ergibt sich bei näherer Betrachtung und Analyse am Ende eine Art Heatmap, die dir zeigt ganz genau, okay, wo müsst ihr eigentlich ansetzen, um das Projekt aus der Krise heraus zu manövrieren? Ja, und dann ist das Modell noch dafür gut, ja, um dich und dein Team, ihr euch persönlich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Im Prinzip ist dieser Navigator auch ein Curriculum, weil ich hinter all den Dimensionen, hinter all den Kacheln, Bestandteilen deines Projektes auch Inhalte in Form von Vorlagen, also Templates oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Modelle und Methoden, mein gesammeltes Wissen dahinter gelegt habe, wo du dich durchklicken kannst und das dann entweder als Video oder als Audio oder als Buch, was auch immer die Quellen sind, dir erschließen kannst und dich gezielt, wir sind wieder bei den blinden Flecken, gezielt weiterbilden, weiterentwickeln kannst, um diese blinden Flecken zu schließen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Intros. Wenn du jetzt hier unten auf Download-Link anfordern klickst, dann bekommst du von mir zum einen das Modell als PDF zum Herunterladen, als auch ein Link auf ein Trainingsvideo. Das Trainingsvideo ist mir deswegen wichtig, das wird so ungefähr 30 Minuten gehen, damit du dieses Modell richtig anwenden kannst, beziehungsweise genau verstehst, wo findest du was, um dann schlussendlich auch die blinden Flecken zu finden. Für dich, für dein Team, für dein Projekt.
Dabei wünsche ich dir viel Spaß und solltest du Fragen haben, kannst du dich natürlich jederzeit direkt an mich wenden. Ansonsten viel Spaß beim Download und beim Videotraining und beim Anwenden des Modells. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich freue mich immer noch riesig, dass du dich für den Crossover Project Navigator interessierst. Auf bald!